Willkommen zurück. Diesmal mit Licht an. Weil mir ist schon aufgefallen, dass es doch ziemlich dunkel geworden ist, ne? Mr. 4 in 1. So, auf Lucky werde ich jetzt mal nicht warten. Unseren LOL-Spieler hier. Kalender, was steht eigentlich im Kalender? Echt? Ja. Können wir das wirklich ändern? Das wäre wirklich geil. Nein, du bist kein Shindo. Oh, so nice. Ach ja. Was ich mich aber bei RPGs frage, auch bei Pokémon, warum gibt es eigentlich kaum nicht Handheld? Ich sehe gerade die Kaiserpinguine hier, ne? Warum gibt's eigentlich... Was ist mit dir los? Achso, du bist wütend. Kann man da vielleicht irgendwie mit dir reden? Was ich mich auf jeden Fall frage, warum gibt's keine Konsolengames von Pokémon oder sowas? Natürlich gibt's welche, aber nicht so viele. Beziehungsweise der Fokus liegt dann eher auf dem Handheld. Ich habe ja nichts gegen Handheld oder sowas. Aber wenn ich mal denke, so eine Konsole kann viel mehr bieten. Und stellt euch mal vor, die erste Trilogie mit dieser Grafik und auch da draußen. Das ist schon nice. Naja. Was streiten die beiden hier? Ach ja. Aber ja, dann würde ich mal sagen, wir werden uns an Chaos heranwagen, ne? Vergiss nicht zu trainieren. Nee, ich brauche kein Training, weil ich habe jetzt in dieser Einheit geplant, in so 50 Minuten, 50 bis eine Stunde lang wird das jetzt, habe ich jetzt geplant, die zweite Runde zu schaffen. Und wir schaffen das auch natürlich. Auf geht's! So, dann bin ich mal gespannt. Ihr habt da so Angst vor Chaos. Stelle deine Mannschaft auf. Stelle deine Mannschaft auf. Die ist schon aufgestellt. Auf geht's. Und ich... Du bist kein Erwin. Natürlich bin ich kein Erwin. Weil Erwin ist Erwin. Und ich bin ich. Und Erwin ist der Beste. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Söderle. Dann schauen wir mal. Bin hier mal gespannt. Gespannt sogar. Okay, Chaos. Du bist ja das gemixte Team vom zweiten Teil, ne? So, dann schauen wir mal. Wo sind denn die anderen Spieler, wollte ich sagen. Ja, das wirst du bereuen. Du wirst es bereuen, mich herausgefordert zu haben. Ey, faul, voll von hinten gerammelt. Das gibt's doch nicht. Auf geht's. Auf den Gegner aufpassen. Was heißt da auf den Gegner aufpassen? Der Gegner ist immer sowas von wurscht. Yes. Okay. Was? Achso, eine Triple-Technik. Ich habe mir schon gedacht, der kann jetzt auf einmal schon schießen. Sie sind durchgekommen. Das schaffst du nie. Das schaffst du nie. Tolles Kommentar von mir, ich weiß. Die Mauer! So. Unüberwindlich sogar. Nein. Okay, das war jetzt ziemlich bescheuert, was ich hier gemacht habe, aber naja. So, wir packen das schon. Wer hat doch gelacht hier? Was war denn das? Das war doch nichts. Yes, sowas möchte ich sehen. Was, so cool? Ich weiß, ich bin voll cool. Dankeschön. Die sind aber sehr nett. Die machen mir sogar Komplimente. Und ich hätte gedacht, die sind extrem asozial und so, ne? Komm, kannst du nicht schießen? Oh, schade. Nein! Nein, ich wollte doch schießen. Wäre scheiße. Was? Nope! Was war das für eine Stellung von Axel? So, also von Fire Emblem, ja, irgendwie fragen mich das im Stream die ganze Zeit, Leute, mit Fire Emblem.
Ja, ich habe schon davon gehört. Ja, ich möchte es mal irgendwann zocken. Und nein, ich kenne noch kein Spiel, weil ich es irgendwann zocken möchte, ne? Wasare. Ach nee, komm schon. Hallo, Verteidiger? Okay, solange sie sich nicht auf Boosten gehen. Ach, kommt schon. Was war denn das? Ja. Wenn Rutschen nicht geht, einfach schütteln, ne? Oh Gott, das kann man auch so zweideutig verstehen. Söderle. Ach, Mann. Ja, alles auf Angriff. Auf geht's. Mann, ey. Warum dauert das Aufladen jetzt so lange? Yes. So, ach Mann, warum denn? Ja. Was war denn das? Was, Feuerring, Eisgrätsche? Und tschüss. Hallo Heat, dich kenne ich noch. Och nee. Meteorbomber. Keiner kann sie stoppen. Ach Mann, ey, jetzt wibbelt doch nicht die ganze Zeit herum. Das gibt es doch gar nicht. Los! Ja, komm schon. Ja, das möchte ich sehen. Also bis jetzt ist es noch recht akzeptabel. Ja, das machen wir gut, ich weiß. Was, du kannst schießen vielleicht? Och nee. Oh Gott. Nein, warum habe ich jetzt geschossen? Nein, warum habe ich das jetzt aktiviert? Voll angerempelt. Och Mann. Ach Gott. Kann man nur Schüsse vollziehen, wenn die Leiste da so glitzert und funkelt da unten? Ich mag das. Och Mann, ey. Auf geht's. Ja, das war ein Foul. Troll. Das lenkt mich nicht so ab, ey. Deswegen ist wahrscheinlich diese Mannschaft so schwierig. Weil Zuschauer einen einfach nur ablenken. Nein, 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 nein. Oh. Gut, 0-0. Ach was, was habt ihr denn gegen Chaos? Was ist denn los? Puh. Ich glaube, es steht nicht, wie man in diesem... Verstehe ich auch nicht. Beim Schießen heißt es, man soll gedrückt halten und aufladen. Aber manchmal lade ich auf, aber es passiert nichts. Und ich glaube, man kann nur schießen, wenn da die Leiste unten so funkelt, ne? Ach Mann, ey. Jetzt sitzt du sowas halt. Ja, nur wenn die Leiste voll ist. Da haben wir sie. Nein. Och Mandy, warum setzen sie das ein? Ständig setzen sie das ein. Warum haben die dauernd eine Leiste voll oder so? Und tschüss. Mann, ey. Naja. Ich hoffe mal, dass das so ist, dass die auch die Leiste mal dann verlieren. Nein. Das ist dann schon eine Verarsche. Dass die das einsetzen können, so oft wie sie wollen. Naja. Aber wir schaffen das trotzdem. Yes. Ich mag das. Komm schon. Jawohl. Jawohl. Keine Musik. Warum denn? Warum macht er das gerade? Das gibt's ja nicht. Sind auf Drogen. Yes. Auf geht's. Und du kannst sogar aufladen. Los. Rein! Kevin, du machst den rein, oder? Komm schon. Mach ihn rein, please. 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 Oh, schade. Aber wir schaffen das schon. Pariert, oh my goodness. Setze ich das schon wieder ein, ne? Oder das war noch von vorher, ne? Los! Einfach ballern, ballern, ballern. Frost? Wann können wir eigentlich Frost? Frost dann, wer? Frost? Ist ziemlich cool. Ach, Göttchen, komm schon. Geh rein, die Kugel. Ach, Mann, ey.
Aber wir backen das schon. Ha! Yes! Ich drück dann einfach nur Knöpfe, ne? Kreber! Der ist auch sehr, sehr cool, ne? Ja. Vielleicht muss ich ja mit Aphrodite, obwohl, ich glaube, der Torhüter ist ja von Typ Flamme. Oder Feuer, wie auch immer. Deswegen ist es nicht so toll, wenn ich hier... Ach nee. Wenn ich hier mit Holzspielern rangehe, ne? Brennende Faust! Meteor Bomba! Bomba Luigi! Jetzt kriege ich Bock auf Inazuma Eleven, genau. Auf, wie heißt denn's? Paper Mario 2. Flammenring! Nein, nein, komm! Och Mann, warum geht da keiner hin? Okay. Vielleicht hält er den ja. So. Fangzahnzähne. Fing-Zang-Ting-Zong. Ach ja. Naja. Was? Mehr als Testgut? Das muss was bedeuten. Warum ist die Leiste wieder so niedrig? So. Nein, nicht schon wieder. Naja. Dann halt im zweiten Versuch, würde ich sagen. Obwohl, es bleibt ja noch viel Zeit. Jetzt sind wir an der Reihe. Was war da mit der Abseits? Hast du keine Augen im Kopf oder was ist mir los? Was? Ja, komm. Los. Yes. Und jetzt. Attacke. Ich glaube, ich sollte hier mit Axel rangehen, ne? Och, Mann. Komm schon. Axel. Och, nee, nicht schon wieder. Ich möchte nur mit Axel mal nach vorne. Was heißt hier Go-Chaos? Soll das eine Verarsche sein? Willst du mich hier verarschen oder was? Och, warum geht ihr denn hin? Meteorbomber! Auf geht's! Leute! Nichts anbrennen. Och, nee, nicht schon wieder. Komm! Jawohl! Na, obwohl. Och, Mann! Abseits! Ja, so macht man das. So, wir schaffen das. Ja. Och nee, komm. Och nee, nicht schon wieder. Ja, habe ich freigeschaltet. Aber ich möchte hier jetzt einfach nur gegen die andrücken. Los! Nö. Och nee. Komm. Los! Yes! Auf geht's. Jetzt! Yes. Komm schon, Eric! Mach die Kugel rein! Was? Du gehst schon wieder? Dann tschüss! Vielleicht geht er jetzt rein, weil Lucky weg ist. Rein, die Kugel! Na, schade. Aber eine Chance haben wir noch. Wer hat doch gelacht hier? Ja, Bobby, hol dir den Ball. So. Einmal zu Axel möchte ich es noch probieren, ne? Nein. Da kann ich nicht reagieren. Halt die Klappe, ey. Los, nach vorne. Please. Ja, komm schon, Axel. Jetzt muss es reingehen. Also wenn die Kugel jetzt nicht reingeht, dann kann nichts reingehen in dieses Tor. Na, oder es geht auf Level 3, ne? Weil ich probiere ja damit nur Level 2. Och Mann! Komm schon! Vielleicht haben wir noch eine Chance. Du. Und, och Mann! Ein äußerst spannendes Match.
Jetzt würde ich mich aber umsehen. Vielleicht haben wir einen Bodentypi. Lucky ist nicht toll. Er ist voll doof. Nope. Möchte ich jetzt nichts haben. Ich möchte nur... Oder gibt's irgendjemanden? Ich glaube nicht. Wen haben wir freigeschalten? Was kann hier die Possibility sein? Ja. Nicht hängen lassen. Ja. Anwerben. Was geht denn hier alles? Achso, ist das ja sicher noch so eine Schöne. Und Freundschaftsspiel können wir gegen wen? Ja. Kann man auch irgendwie die Spieler ansehen. Was? Zum Anhänger gewechselt? Nein. Ich probiere es nochmal. Weil ich habe schon ich muss halt irgendwie ein Tor schießen können. Das ist hier meine Devise in diesem Spiel. Meine Hand schläft wieder ein, was sehr toll ist. Alles klar, bereiten wir uns auf das Spiel vor. Alles klar. Taktiken. Was ist eigentlich bei Items? Achso, Nudeln. Nudeln. Okay, Wind, Feuer, okay. Probieren wir es einfach. Nope, ich möchte spielen. Jetzt schaffen wir es. Kann ich vielleicht irgendwas ansprechen? Es ist halt schwierig, ein Thema anzusprechen, jetzt, wenn man sich konzentrieren muss, ne? Nee. Ich kann nur mal kurz was von etwas erzählen, aber ein Thema möchte ich jetzt nicht ansprechen. Es sei denn, zumindest ein Thema, was ich mir da aufgeschrieben habe. Wenn ihr irgendein Thema habt oder irgendwelche Fragen, könnt ihr mir die gerne stellen, ne? Ach nee, was war denn das? So cool! Ein kampfbetontes Spiel. So macht er das. Nein! Nein! Busch! Voll gekickt. Naja. Gestern oder vorgestern. Oh, Kevin kann schon. Mann, ich wollte doch. Gestern oder vorgestern, da hat an unserer Tür. Ach Mann. Hat jemand an unserer Tür geklopft. Und. Ja. Ich fange nochmal an, ne? Also, manche Leute, die wissen nicht wirklich, wenn sie eine Grenze überschreiten. Weil jemand an unsere Tür geklopft hat und gleich anschließend reingehen wollte. Also die Türklinke nach unten gedrückt hat. Und da denke ich mir auch, hallo, du... Was machst du hier? Die Haustür war natürlich zu, aber... Wie man auf die Idee kommt überhaupt, ne? Einfach die Tür dann einfach zu öffnen. Ein fremdes Haus. Ich glaube, das war irgend so ein Typi, der uns irgendwas anbringen wollte. Irgendwie Werbung oder irgendwas schenken, keine Ahnung. Aber das wird trotzdem... Also benehmen, das ist manchen Leuten fremd. Das ist ja nicht mal benehmen, sondern das ist eigentlich Hausverstand. Dass man nicht einfach so einbricht, weil das ist ja eigentlich Einbrechen, was man da macht. Ja, ach Mann, ey, da kann ich doch nichts machen. Los, das kann ich auch, du Spastikus. So, dann probiere ich vielleicht mal wieder meinen tollen Spielmodus. Einfach herumpassen, aber mir fällt gerade kein Mitspieler auf. Faul! Vielleicht sollte ich im gegnerischen 16er herumlaufen und mal hoffen, dass sie mich faulen oder so. Nee, so geht das aber nicht, mein Junge. Defensiv! Auf geht's, Leute, wir siegen! Mann, ey, lass mich doch in Ruhe. Ich nehm dich immer wieder ins Team, also, so dankst du mir? Nee. Das stört. Dope. Ouch.
Ja komm schon, warum muss Axel das... Axel? Dingsbums das machen. Jack. Was macht Jack hier jetzt gerade? Warum kugelt der? Egal. Och Mann, geh halt! Warum warten die schon wieder? Ah. Da kann ja wenigstens der Torhüter mal rausrennen, aber nee. Jetzt. Komm. Los! Ich mag das! Jetzt wollte ich schon wieder was, aber nein, zu spät. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Mit Drogen schafft man alles. Auf geht's. Wir schießen jetzt noch ein Tor. Wir müssen noch ein Tor schießen. Auf geht's. Axel. Geht nicht noch ein... Okay. Es geht nur bis Level 2. Ja, vorher so. Ich hoffe, du verkackst und jetzt ich wünsch dir Glück. Dann geh. Lolzo, geh weg. Einer der Fäuste. Mann, ey. Los, tötet ihn. Mit Geschwindigkeit. Auf geht's. Nein. Wie alle auf ihn oder sie gehen, ne? Das gibt's doch gar nicht. So, vielleicht haben wir noch eine Chance. Nein. Pfeif bitte ab. Please? Haha! Das gibt's doch nicht. Kannst du endlich pfeifen? So, ich warte jetzt einfach mal. Yes! Och man, ey. Das gibt's doch nicht. Ich möchte ein Tor schießen, please. Status? Wie schaut's denn aus? Wie kann man diese Werte eigentlich auch irgendwie hochleveln? Weil das wirkt irgendwie schwach, wenn wir da und auf D-Rang sind oder so. Naja. Auf geht's, Little Bastards. Rechtzeitig sind wir hier. Im Stadion der Dudes. Welche Dudes? Ich weiß doch selber nicht. So. Yes! So macht man das. Nein, faul, ey. Auf geht's! Och nee. Das gibt's doch nicht. Level 3 schon erreicht, ne? Eigentlich sollte das schon getriggert werden hier. Ne? So, nach oben. Aber hilft eh nichts. Tausend Monate später. Nee. So wird's nicht ausschauen, ne? Das erste Tor ist gefallen. Ja, aber wie soll ich da ein Tor schießen? Können Sie das noch aufholen? Können Sie das aufholen? Nö. Da sagt er gleich nö. Söderle. Los. Ja, warum auf einmal? Ach man. Ich weiß aber auch nicht so recht, was ich hier machen soll. Also vom Trainieren her. Ja. Dings kann ich trainieren, ne? Voll gegrätscht. Die Teamwork und so. Aber hilft das wirklich was? Och nee. Go Lichtspiel. Oh. tschüss und schön, dass du da warst. Und dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast. Das ist ja nicht selbstverständlich hier. So. Den einen voll reingegrätscht. So. Mann, ey, kommt schon. Ein Tor ist doch nicht so schlimm, oder? Och Mann. Ach nee. Warum kann man eigentlich mit normalen Schüssen kein Tor schießen? Komm schon. Ach, warum? Auf geht's. Nathan, laufe nach vorn, geschwind wie ein Wind. Natürlich kommt der dann da hier, ne? Auf geht's. Ja, komm. Und Axel hat jetzt...
übrig. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt mit dieser Mannschaft mehr machen kann, als jetzt mit Axel zu schießen. Weil da spielt jetzt Feuerfuzzi gegen Feuerfuzzi. Brennende Fäuste! Oder ich probiere jetzt einfach mal mit meiner Offensive. Och, komm schon. Ja. Probiere ich jetzt einfach mal oft genug zu schießen. Und oh, jetzt einfach mal versuchen. Ne? Okay. Gut so. Den hat er sicher. Na komm schon. Nicht schon wieder. Oh, wie hier nichts aktiviert wird. Naja. Okay, ich glaube, ich muss hier jetzt ein bisschen mehr trainieren. Hm. Aber ich weiß auch nicht so recht, was. So viele Mannschaften haben wir zum Beispiel auch nicht freigeschalten, damit wir bessere Spiele auch bekommen. Ich weiß eben nicht. Oder aber... Aber das möchte ich euch jetzt nicht antun im Stream. Ich kann es auch offscreen probieren, wenn ich es heute nicht mehr schaffe. Und spiel mal wieder voll auf Zeit. Das geht natürlich auch, ne? Also. Das würde ich natürlich versuchen hier. Hehehehe. Er lässt nichts anbrennen. Nee, nee, nee. Och Mann, ey. Dieser Kreis ist zu OP. Das ist nicht einfach hier. Warst du nicht gerade auf dem Boden, Bobby? Naja. So. Vielleicht schießen wir ja noch ein Tor. Dann weiß ich, dass das wenigstens geht hier. Ja, was war das? Faul. Und schon wieder das hier. Ich weiß nicht wirklich, was man kann. Flammenring. Ja. Komm, Spiel. Beende dich. Beendige dich. Beende dein Leben. Yes. Auf geht's, Kinders. Yes, zu Bobby. Och Mann, ey. Kann man nicht irgendwie den Torhüter ausspielen? Das wäre irgendwie voll toll hier. Oder kann man hier jetzt nicht mit dem Torhüter rausrennen? Das wäre auch irgendwie geil. Nur mal so hier gesagt. Okay. Och Mann. Aber irgendwas müsste das ja eigentlich auch bedeuten, dass hier immer Slow-Mo dann aktiviert wird bei diesen Schüssen. Vielleicht muss ich noch einmal zurückkehren zu meinen Wurzeln hier in diesem Spiel und probieren einfach mit Kombinationsfußball zu schießen. Schwer zu sagen, wer besser war. Weil in diesem Spiel scheint es ja nicht mit Dingsbums zu gehen. Wie heißt es? Mit Spezialtechniken, wegen diesen Torhüter. Zumindest mit meinen Teams jetzt. Bis jetzt, ne? Aber ich frage mich auch, habe ich jetzt nicht schon mehr Techniken gelernt? Zum Beispiel... Na, das möchte ich jetzt mal anschauen. Weil mit Axel kann ich auch nur bis Level 2 kommen beim Aufladen. Das ist eben das Doofe hier. Ja. Ich möchte mal angucken gehen. Team, Spielerliste. Ja, Spielerliste können wir mal angucken gehen. Gibt's hier Info? Was? Kann man hier irgendwie Spezialtechniken? Nein. Auf A, oder? Oder? Ja. Nein. Kann man jetzt irgendwie zu anderen wechseln? Okay, so. Schießen. Dann schauen wir mal. Rolltritt. Drach. Nein, ich möchte schießen. Achso. Okay. Kombischuss. Drehschuss. Also Kombination. Aber wie kann man Kombination einsetzen? Das würde mich hier interessieren. Ja, und was ist damit? Ach so, das muss ich erst beibringen. Ach so. Kombischuss F vielleicht? Das ist eigentlich gut, ne?
Nur halt, wie setze ich das jetzt ein? Naja. Irgendwann. Du kannst auch einen Kombischuss einsetzen, von mir aus. Aber ist das so gut? Nur 20 DP? Ich weiß nicht. Dragon Tornado einfach mal. Warum nicht? So. Mit diesem Team wage ich mich jetzt einfach mal an ein Freundschaftsspiel. Weil da gibt es ja eigentlich eine Mannschaft, oder? Raimon Junior Hall. Die Raimon 2, ne? Dann können wir das Team mal hier betrachten. Und ja, dann schauen wir mal. Wer wartet hier denn auf uns? Stelle deine Mannschaft auf. Sorry. Aber ich muss halt manchmal rauskommen hier, ne? Neues Raimon Stadion. Gegen Raimon 2. Dann schauen wir mal. Wie schaut denn nochmal das zweite Raimon-Team aus? Gibt's da überhaupt eins? Willkommen zu einem weiteren spannenden Fußballspiel. Welche Mannschaft wird sich heute den Sieg erkämpfen? Und wie immer ist Chesterhouse Junior der Kommentator vor Ort. Kann ich Frost dann anwerben? Das wär's. Achso, das ist Raimon 2. Eh, faul. Achso, das sind die Spieler. Irgendwie hätte ich gedacht, weil Raimon 2, das klingt irgendwie so schwach. Das ist doch nicht der Rede wert, aber okay. Vielleicht holen wir uns so Spieler. Dann habe ich wieder mehr Glauben an mich zurückgewonnen. Oder so. Auf geht's, Axel. Aber hier kann man ja noch nicht wirklich sehr viel machen, außer das hier. Und sogar der One ist hier. So, nach diesem Match wird, wie es ausschaut, so einige neue Spieler werden auf uns zukommen. Worauf ich mich freue. Obwohl, dieser Frost zumindest schaut so aus wie... Meiner? Warum denn? Dieser Frost schaut so aus wie Aiden. Also, mal schauen. Genki-Dama! Naja, solange du nichts schießen kannst hier... Ach Mann! Erwig, was machst du denn hier? Soll ich Sue holen? Dein Schnuckiputz? Ach Mann, und Bran. Volles Abseits! Wo soll ich denn hinpassen? Dahin. Los, auf geht's, Jungs und Mädels! Ach ja, aber trotzdem... Auch wenn es manchmal nicht wirklich viel Sinn macht. Warum das einmal durchgeht und das andere mal nicht. Aber es macht immerhin noch Spaß. Tschüss. Okay. Keine Panik, Leute. Halt die Klappe. Dragon Ball. Ich möchte aber eine Kombi-Schuss-Attacke probieren. Der One. Hallo! Ach ja. Himmelsand, und hältst du den Ball oder nicht? Für dich freut's mich, Derwin, aber für mich nicht. Voll in den Hintern getreten. Nein! Yes! Kabums! Nein. Ich möchte den Ball zu Axel bekommen. Und der soll schießen. Level 3 vielleicht? Ja, was ist mit Kombischuss? Wie Kombischussiert ich? Wie Kombischussiert ich? Egal. So, Derwin. Och Mann, jetzt kommt er mit unendlichen Nachteilen. Obwohl, das ist eigentlich im Typen Nachteil, möchte ich hier an dieser Stelle sagen. Okay. Ich wollte schon sagen, yay, ich freue mich, aber nein, ich freue mich hier jetzt nicht. Ne, so wie in echt. Wenn Fußballspieler zurückkehren zu ihrer alten Heimat, aber im gegnerischen Team sind und dann schießen sie ein Tor, dann sind sie verhalten. Und so bin ich hier jetzt, ne? Ach nee. Jetzt kommt er mit der Welle. Die perfekte Welle. Und Power Swing. Dann schauen wir mal. Komm schon, Fangzahnfänger, so. Nicht... Fang, Zang, Tenga, Ting, Tang, Tong. Jetzt, das möchte ich sehen. Söderle. Dann probieren wir weiter. Gutes Spiel, Leute. Jawohl.
Nee, nee, nee. Beide Mannschaften wirken topfit. So einfach auf. Geht's nicht. Hallo, Foul. Auf geht's. Was? Yes, das möchte ich sehen. Gut gemacht, Bobby. So, und sorry, dass ich immer so nach unten schaue und nicht zur Kamera. Aber es geht nicht anders. Weil dort unten ist meine Anzeige, ne? Mann, ey. Also ich würde mir in diesem Spiel schon wünschen, dass man auch normale Schüsse leichter reinschießen kann, ne? Weil immer auf die Spezialtechniken zurückgreifen, ja. Das macht ja in der Summe 11 ja aus, aber sollte ja auch irgendwie ohne gehen, ne? Das schaffst du nie! Nee, nee, nee! Die Mauer! Ja, das ist definitiv Aiden. Gibt's dann auch den Frost, den Sean, Frost, den Sean Frost, nicht den Aiden Frost. So. Na, Mark, willst du den Ball auch mal abwehren hier? Feuer Tornado, geh rein! Los, Darren, zeig, was du drauf hast mit deiner Himmelshand! So, und? Yes, 2-0, so macht man das. Gut, dann würde ich sagen, wie lange stream ich jetzt schon hier? Okay. Eamon legt los! Ja. Nee. Das machst du jetzt aber nicht. Lass das. Oh Gott. Kombi-Schuss? Achso, man muss in der Nähe sein. Aber das ist ja voll bescheuert. Wie solle man das machen? Wie solle man das wirklich machen? Wenn zum Beispiel mit Jack einen Kombi-Schuss war, ne? Obwohl... Vielleicht muss man ja irgendwas drücken, ne? Ich weiß es gar nicht. Achso, vielleicht wegen der... Achso. Deswegen die Freundschaft wahrscheinlich, ne? Ich check's. Oder vielleicht auch nicht, aber egal. Los, jetzt rennen wir einfach raus. Sedele. Aber das Spiel werde ich mir nie mehr nehmen lassen. Nee. So schaut's nicht aus. Oder kann man hier nicht nochmal schauen? Status, Spezialtechniken. Göttliche Weisheit. Na, ich möchte doch nur das hier schauen. Nope. So, die Stürmer hier möchte ich betrachten. Kombischuss. Aber wie funktioniert so ein Kombischuss? Das frage ich mich. Auswahl entfernen, Info vielleicht, eine verbesserte Kombischuss, der auf dem Feuertornado voll. Achso, mit Sharp. Okay. Mit Sharp. Dann würde ich sagen, Sharp. Na, ich möchte dich hier rein verschieben, wenn das geht. Nein. Taktik, so wahrscheinlich, oder? Ja. Bisschen umständlich, aber naja. So, dann probieren wir auch mal einen Kombischuss aus hier. Ich bin ready. Ja. So, jetzt geht's denen an die Kragen. Auf geht's, Jungs und Mädels. Und los geht's. Au, ich lass Frost in Ruhe. Mir egal, ob das ein gegnerischer Frost ist, aber Frost ist Frost und den darf man nichts antun, ne? So, Excel, dieses Programm, ne? Flammentänzer! So, nope, das ist meiner. Nein, Excel, komm schon. Dann renne ich halt blöd herum. Ja! Wo passt du bitte hin? Was war das? Söderle, dann... Schütteln wir mal vielleicht. Wir müssen zusammenhalten. Ja. Beide Mannschaften wirken okay. Nein. Ich möchte doch nur das ausprobieren hier. Das schaffst du nie. Komm schon. Ich frage mich schon, wenn man jetzt Aiden anwirbt, kann man dann gleichzeitig Sean anwerben vom zweiten Teil? Oder ist das irgendwas anderes? Ich weiß doch eben nicht. Das ist... Hm. Ich
möchte aber doch noch das ausprobieren hier. Ha! 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 Nein, 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 nein. Ach Mann. Obwohl, das sollte eigentlich jetzt nicht reingehen, ne? Aber ich finde es auch irgendwie OP von den Torhütern, dass die jederzeit Level 3 einsetzen können, ne? Da hätte ich es schon irgendwie so gemacht, dass sie sich erst einmal durch das Parieren von normalen Schüssen, dass sie sich aufladen müssen oder so. Weil das ist schon irgendwie... Naja. Halb so schlimm, halb so schlimm. So. Sharp. Och nee, ich wollte doch normal... nicht normal schießen, sondern... Egal. Söderle! Nein! Ich dauernd hier mit Blutgrätsche rangehe, ne? Los! Yes! Nein! Los! So ein Chaos, ey. So. Nein! Ich gehe... Das ist mein Ball! Yes! Nein! Gibt's nicht. Achso, ich hätte gedacht, das ist jetzt Tim Aphrodite, ne? Wegen den langen Haaren. Naja. So, yes, das ist unsere Gelegenheit, ne? Nein! Warum ist Sharp weggelaufen? Das gibt's doch nicht. Doch, schaffst du nie. Meine Nase juckt schon wieder. Infos, die jeder braucht, ich weiß. Die Mauer! Yes! So. Ich möchte nicht aufgeben hier. Komm schon, Sharp! Ja, was denn? Sharp ist doch in der Nähe. Wie kann man sagen, komm, schon. Achso, ja, vielleicht eben das mit der Freundschaft, ne? Deswegen. Wieder voll vergessen. Magische Hand sogar. Hättest du das damals eingesetzt? Naja, Darwin. Aber dich werde ich natürlich auch anwerben. Auch wenn ich jetzt schon ein paar Torhüter habe, aber dich werde ich anwerben. Obwohl, vielleicht ist das hier gar nicht so schlecht hier. Och nee, komm schon. Ja. Weil King ist ja, glaube ich, ein Bodentypi. Und Gazelle ist ja ein Lufttypi. Deswegen ist er gut gegen King. Aber Darwin ist ein Holztypi. Deswegen. Vielleicht ist der Überlegung wert, ne? Obwohl, Torch ist ja dann von Typ Feuer. Es ist halt nicht so einfach hier, ne? Kann ich irgendwie den Abstoß ablocken? Kann das vielleicht irgendwie funktionuckeln? Oder so? Los! Na schade. Naja. Mann. Das wäre voll OP irgendwie. Naja. So. Einfach nach vorne. Och nee. Ich wollte doch einfach nach vorne. Ach ja. Aber das Spiel schaut auf jeden Fall wunderschön aus. Muss ich schon lassen. Ja, 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 ja. Was für eine tolle Abwehr. Och nee. Nee, nee. Nein. Wenn die das jetzt noch schaffen mit 2-2. Arg. Obwohl. Das war jetzt ein Level 2 Schuss. Und ich komme hier jetzt mit einem Level 1, Level 3 Schuss. Und ich bin im Typen Vorteil. Eigentlich solltest du das halten, ja. Gut. So. Ich bleib hier jetzt stehen. Mein Ball. Das ist für dich. Ja, ja, ja. Aber. Nope. Solange der Ball hinten bleibt, ist mir das jetzt schnurzegal. Raimon hat den Ball. Och nee. Yes. Yes. Gewonnen. 2-1. So, jetzt werbe ich noch ein paar Spieler an. Weil jetzt irgendwie trainieren für Freundschaft, dass man Kombischuss aktivieren kann, so gesehen. Das möchte ich jetzt nicht. Das kann ich offscreen vielleicht probieren. Gut, 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 gut. Nein, möchte ich jetzt nicht. So, Daten speichern. Dann schauen wir mal. Können wir jetzt die Inazuma 2 anwerben? Raimon zwar nicht Inazuma 2. So viel Inazuma. Was? Super. Yes, das wollte ich sehen. Und ja. Sie ist mir ein bisschen wurscht. Naja. Söderle. Na, die kosten schon um einiges mehr. Kann man Excel nochmal anwerben? Na, kaufen. Hey, ja, zweimal Frost. So, das darf natürlich jetzt nicht fehlen. So, ein Frost. Nein, ich möchte zu diesem Frost. Zweiter Frost. erneut, manchmal. Ach so.
Das wäre natürlich sehr, sehr gut. Derwin möchte ich auch anwerben. Eigentlich alle, aber ich habe nicht so viele Punkte, ne? Aber Axel vielleicht wegen Technik, ne? Oder nicht? Vielleicht schon, aber egal. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich spare mir jetzt einfach mal die Punkte. Und jetzt wird ein bisschen ausgemistet hier in unserem Team. Das klingt irgendwie so krass. Ich glaube, bei Teammanager muss man das machen, ne? Wie lange das gerade gedauert hat, ne? So, Teammanager. Wen können wir... Achso, wir müssen zuerst jemanden raustun hier. Sorry, Timmy, du musst raus. Und dafür Frost 2. Und Sam, sorry, du hast dich zwar bewiesen, aber Frost. Und wer noch? Du hast dich zwar bewiesen, aber Derwin ist hier, glaube ich, besser gerade dran, ne? Deswegen Derwin jetzt einfach mal. Und Axel, was ist mit... Warum zwei Axel? Ich check's nicht. Naja, aber ich lasse das mal. Dann Teameinstellung, glaube ich, und umstellen, ne? Spieler umstellen. Frost, du gehst in die Verteidigung. Ja, zwei Frosts. Gut, dann haben wir... Obwohl, das ist gar nicht so schlecht hier, wegen Typenvorteil und Nachteil. Dann kannst du hier in die Mitte. Und du kannst hier mal... Sorry, Kevin, aber dich kann ich gegen Chaos nicht wirklich gebrauchen. Und ja... Jo. Du kannst da vielleicht raus. Und das... Ja... Damit versuchen wir jetzt unser Glück. Unser Glück hier. Muss man eigentlich abspeichern oder so? Die sind irgendwie happy. Naja. Pokalspiel. Söderle. Chaos noch einmal. So schlimm wie Zeus sind sie bis jetzt noch nicht. Muss ich hier jetzt auch sagen. Alles klar, bereiten so. Wir uns auf das Spiel vor. Nein, ich möchte hier. Ja, Spiel vorbereiten, ja, aber nein zu Exit. Exlit. Versteht ihr. So, dann jetzt Chaos. Los. Jetzt geht's los. Ich frage mich schon, wie viele Teams es hier gibt. Egal. Willkommen zu einem weiteren spannenden Fußballspiel. Egal. Welche Mannschaft wird sich heute den Sieg erkämpfen? Ja, ja, red nicht so viel. So, vielleicht sollten wir hinten herumpassen mal. Erhöht das unsere Leiste? Auch herumgehen? Ja, eventuell, aber wir dürfen es uns nicht verscherzen mit denen. Yes. Gedrückt halten für deinen Schuss, oder? Wie es ausschaut. Naja. Yes. So, wir schießen jetzt einfach mal auch aufs Tor. Ganz normal hier. Ein kampfbetontes Spiel. Nein. Was? Yeah, nein. Ich hätte gedacht, ich hätte das jetzt gewonnen. Naja. Meteorbomber, ja, ja, ja. Hoffentlich passt jetzt nicht wirklich ab, wollte ich sagen. Naja. Da muss ich aber aufpassen. Mit Torch. Ach, wie öde. Ach, wie öde. Du bist öde. Du bist öde. Och nee. Ja, komm schon, Frost. Einfach schießen. Oder Aiden. Du bist ja Aiden. Was? Oh oh. Oh oh. Okay, der versucht es jetzt gar nicht. Oh, das war ein Reinfall. Ein kleiner Reinfall. Naja, aber halb so schlimm. So. Habe ich das jetzt gerade activated hier? Mann ey, Heat, lass mich doch mal in Ruhe. Aber ich glaube, ich habe dir ja gerade die heiße Phase aktiviert. Ah, schon wieder? Warum denn? Warum schafft er das dauernd? Naja, aber jetzt ist noch nichts verloren hier. Noch nichts verloren. Nein, 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 nein. Yes. Attacki! Alter. Das möchte ich nicht. Nein, nicht schon wieder raus. Naja, es steht immerhin noch 0 zu 0. Auf geht's.
Ja, das war ein Foul. Der Schiri ist hier so fehl am Platz. Das kann ich euch sagen. Abwehren vielleicht. Oder halt nicht. Natürlich. Dann kommt der dran und haut die Kugel jetzt rein. Ne? So. Unendliche Hand. Oh, der Mich. Komm schon, der Hund. Vielleicht, eventuell. Du bist doch gut. Na, schade. War das gerade an die Latte? Naja. Aber wir backen da schon. Das gibt's nicht. Und ich möchte es ungern. Ich möchte ungern jetzt hier im Stream trainieren. Und ich find's toll, dass unser Sharp hier nicht meint zu passen, obwohl ich eigentlich den Knopf gedrückt habe. Aber ich find's auch interessant zu sehen, dass hier die Verteidigungs- oder die Dribbling-Techniken, dass die rundum jetzt auch irgendwie Damage machen, ne? Nein! Auf! Yes! Das möchte ich sehen. Yeah, gut, aber... Nein, ich hab doch gepasst, ey. Aber ich hab's noch nicht aufgegeben. So leicht gebe ich jetzt nicht auf. So. Yes. Rippling. Achso, du hast jetzt eine Schusstechnik frei. Okay. Nope, 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 nope. Ich möchte... Ja, vielleicht geht er rein, obwohl ich glaube nicht, aber probieren wir es einfach mal. Yes. Ewiger Eiswind. So, den Schuss hat er noch nie gesehen. Es ist neutral gegen diesen Fuchsi. Vielleicht geht er rein. Jawohl, Frost. Ein Tor gegen Chaos. Ich bin wieder zuversichtlich. Gut gemacht. Yes. So macht man's. So macht man's. Fortschritt. Tut gut. Nope. Du kannst mich mal einschalten. Yes! Und nein, du hast jetzt nichts hier drauf. Autsch. Oh Gott. Mann ey, warum kann man den Ball nicht abnehmen beim Dings? Beim Dings die Bumsten. Komm, ja. Gehen wir einfach mal auf Nummer sicher. Sagt er und verlegt gleich den Ball. Dann eigentlich am besten ist, wenn man... Oh Gott. Natürlich. Aber das sollten wir eigentlich schon halten können. Geraldus, ja, ist gar nicht so schlecht, ne? Haben wir ja vorher gesehen. Aber unendliche Hand, hallo. Hallo. Der Owen, das hellste, ne? Das wäre schon irgendwie jetzt lächerlich. Ich glaube, im Typen Nachteil bist du aber trotzdem. Hallo. Dankeschön. Auf dich ist eben Verlass. Schieß drauf. Ich wollte eigentlich passen wieder, aber dann fiel mir ein, ich möchte jetzt eigentlich nach vorne schießen. Also habe ich nach vorne geschossen, aber ich habe vergessen, nach vorne zu drücken, ne? Ja. So, sowas wollte ich sehen. Hier wird ein scharfer Wind. Los, Flanke. Mann, ey, was ist das für ein Torhüter? Gleich zwei so krasse Schüsse gehalten auf einmal. Aber wir haben ein Tor geschossen, ne? Wir schaffen das. So, ich habe gar nicht geguckt, was ihr für Techniken habt. Du hast kein Schießen, kein Dribbling, aber einen Block. Du hast den Block. Und du hast was für Techniken eventuell? Schießen, ewiger Eisen. Du kannst eine Kombi-Schuss-Attacke, aber nie. Okay. Okay, okay. Dann Match fortsetzen. Oder Match fortsetzen. Und hier sind wir wieder. Match, wir spielen jetzt im Match, ne? Naja, auf geht's, Leute, besiegen. Aber ich finde schon irgendwie lame, dass man auch von hinten, was er jetzt gerade macht, aufleveln kann und dann einfach so einen Ultra-Mega-Schuss von sich geben kann. Oh, das Icon war so niedlich von Frost gerade. Das finde ich schon irgendwie lame, dass man auch von hinten schießen kann. Na, ich hab doch gepasst. Feuergrätsche! ja, komm. Okay. Den hat er sicher.
Sowas möchte ich auch sehen. Ja, 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 ja. Komm schon. Komm schon. Und vielleicht geht's ja nochmal rein. Ich kann ja träumen. Wenn's einmal reingeht, dann kann's nochmal reingehen. Komm schon. Aiden, du schaffst das. Hier, das 2 zu 1. Ich kann es nicht glauben. Brennende Fäuste, Version 2. Jetzt kommt er mit Version 2 hier. Warum hat er das nicht vorher eingesetzt? Ja. Das ist aber auch irgendwie unlogisch, wenn man grätscht und dann trotzdem noch aufstehen kann gleichzeitig und diese Technik einsetzen kann, ne? Ey, faul. Faul. Oh, du schon wieder. Ich nehme dich sowieso ins Team. Also du musst dich hier nicht beweisen gegen mich. Ey, los. Oh Gott, was soll denn das? Der Ball ist bei Chaos. Und? Yes. Vielleicht muss man wegen Timing aufpassen hier, ne? Naja, so. Ein kampfbetontes Spiel. Ja, aber ihr habt hier nix. Ah, jetzt. Ich hab so einen Kohldampf. Halt die Fresse. Ach man, ich wäre jetzt bereit gewesen. Ich hab so einen Kohldampf. Yes. Das möchte ich sehen. Schießt die Kugel rein oder doch nicht? Auf geht's. Bist du das Gesell? Nein, nicht du. Zu dir soll der Ball nicht gehen. Der soll nicht hingehen, ne? Der ist böse. Wieder voll das Foul da hinten. Das Spiel ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Naja. Auf geht's. Wir schaffen das trotzdem. Flammenring. Ja. Ich habe einfach nur Button gemasht, aber ja. Es war voll geplant. Aber trotzdem. Hallo. Ja. Gut machst du das. Ach ja, Frost. Ich habe Frost im Team. Das freut mich. Ach ja. So, und jetzt nach vorne laufen. Obwohl, da ist niemand. Ich mag das. Du? Wie öde. Naja. Kann doch nicht wirklich was machen. Ja, so geht das. So geht das. Die Mauer. Mich hat man übrigens dann in der Schule dauernd die Mauer genannt im Fußball. Zwar nicht im Verein, aber in der Schule, ne? Naja, so. Feuer und Flamme! Feuer und Flamme! Na komm schon! Du, 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 du. Auf geht's! Vielleicht Axel eventuell? Das wäre ja mal irgendwie top, wenn du auch mal treffen würdest. Plus 1 sogar. Hat sich sogar verstärkt. Und du normal oder Version 2? Weil bei normal kann ich es mir gut vorstellen. Ach man. Ah, dieser Torhüter, der nervt. Yes, wir können aber nochmal versuchen. Ich schieße einfach. Ich schieße die ganze Zeit jetzt einfach. Auf. Muss aber aufpassen. Ach Gott, Sketchy. Ha! Och Mann, ey. Der hält so viel. Ja, komm! ja. Du kannst zurückschießen. Ist mir egal. Och nee. Ist mir egal. So, einmal nach vorne. Vielleicht schaffen wir noch einen Angriff. Und du! Du bist nicht aufgeladen, warum nicht? Och man. Hätte sein können. Na gut. Okay. War jetzt nicht nötig gewesen, weil ich glaube, der pfeift sowieso gleich ab, aber... Obwohl, der pfeift nicht ab. Jetzt pfeift er ab. Natürlich bei uns, ne? 1-1. Elfmeterschießen ist auch wieder so eine Sache. Naja. Das ist schon 20.40 Uhr. Eigentlich wollte ich um 5:30 fertig sein mit dem Stream, aber das möchte ich hier jetzt noch machen. Die Verlängerung beginnt. Okay, okay. So, ich frage mich auch, wenn hier die Leiste oben voll ist,
Hat das irgendwie einen Vorteil auf die Stärke? Ist es nicht klug, das immer einzusetzen? Diese heiße Phase? Feuergrätsche! Diese Abwehr scheint unüberwindlich! Los! Ja, Mann, ey. Nein. Ja, das wollte ich sehen. Gut gemacht. Ich mag das. Jawohl. Komm schon, Aiden. Komm schon. Einmal konnte ich noch reingehen, oder? Ewiger Eiswind. So euphorisch. Komm schon, nicht wieder Version 2. Okay, jetzt. Jetzt können wir es schaffen. Jetzt müssen wir noch aufpassen, ne? Wir müssen aufpassen, ne? Nö. So, die heiße Phase möchte ich jetzt nicht aktivieren, weil das kann ich dann einsetzen, wenn die Lage brenzlig wird. Und jetzt möchte ich mal schauen, ob das wirklich einen Vorteil gibt, wollte ich sagen. Na gut. Eine Handschläge dauert ein, das ist doof. Erdstoß. Aber spannend hier die Sache. Ja, das wollte ich sehen. Und nochmal. Okay, dann nicht. Ja, gut gemacht. Schon. Oh, so niedlich. Ach ja. Sean hat auf jeden Fall den Niedlichkeitsbonus bei mir. Ja, das ist manchmal wirklich extrem unfair, ich weiß, aber ist so. Ist so, Mann, ey. Los! Na, du kannst sowieso aufs Tor schießen, das ist mir egal. Weil ein normaler Schuss kann ja anscheinend nicht wirklich reingehen, normalerweise. Also halb so schlimm. So. Könnt ihr die Hitze ertragen? Ja, wir wissen schon, du heißt Heat. Der war gut. Ja. Gut. Wie schaut's denn aus mit der Zeit? Keiner kann sie stoppen. Doch. Was? Keiner kann sie stoppen? Das halte ich aber für ein Gerücht. Mann, halt mich doch nicht auf. Okay. Ein brand heißes Spiel. Los. Ja, einfach mal nach vorne. Und. Na, ich wollte doch noch oben passen zu Sharp. Naja, aber das können wir gut schaffen hier. Ich glaube, das ist jetzt der dritte Versuch, oder? Nein, warum habe ich die aktiviert? Dann muss ich... Okay, gut. Dann muss ich einfach nur aufpassen. Okay. Gutes Spiel, Leute. Ein letztes Mal noch müssen die Spieler die Seiten wechseln. Hey, der hat mich voll angerempelt. Das würde normalerweise eigentlich auch mindestens gelb geben, wenn man nach dem Abpfiff auch einfach weiterspielt und dann einfach eine Todesgrätsche vollzieht. Das ist auch nicht wirklich das Wahre hier. Naja. Söderle. Chaos gegen Lil Busters. Ja. Auf geht's. Nein, nicht schon wieder. Nein, der gehört mir. Och Mann, ey, jetzt kann er wieder von hinten schießen. Ist ja nur logisch. Obwohl, es ist er. Es ist er. Find's aber auch irgendwie doof, dass man hier nicht wirklich abblocken kann. Mit den Verteidigern, ne? Aber das hier sollte vom Typenvorteil sein und eigentlich stark genug sein, ne? Jawohl, das wollte ich sehen. Das wollte ich sehen. Gut gemacht, Erwin. Ich hab dich lieb. Konzentrier dich mal endlich. Genau, konzentrier dich mal. Ich mag das. Ich mag das. Feuergrätsche. Es ist jetzt ziemlich doof, dass die Leiste jetzt... Dass ich die Leiste aufgebraucht habe. Ja, gut gemacht. Schade, ich hab dich lieb. Puh, das wird noch spannend hier. Aber Zeus war für mich nerviger irgendwie. Tolle Abwehraktion. Du. Ich hab so einen Kohldampf. Halt die Chance. Mit deinem Kohldampf. Los. Drauf. Naja. Solange er nur nach vorne rennt, ist mir das schnurzegal. Es wäre halt nur irgendwie blöd, wenn Torch den Ball bekommt, ne? Keine Musik mehr.
Und keiner geht hin, ne? So. Nope, der Ball gehört mir. Ein spannendes Spiel. Ah. Kann wieder jemand mal hingehen? Och nee. Och nee. Hallo. Oh. Wie das nicht aktiviert wird. Naja, weil das wäre fatal gewesen bei ihm. So, da muss ich jetzt wirklich aufpassen hier. Oh Gott. Nope, nope, nope. Yes. What the fuck war das? Eigentlich wollte ich das jetzt noch nicht einsetzen, aber das kann ich mir jetzt... Ich wollte sagen, das kann ich jetzt ausnutzen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Nein. Komm, nach hinten. Gut. Du kannst eine Technik einsetzen, dann mache ich das auch. Orkangrätsche. Gut gemacht. Nein. Ah, du hast auch so ein... Halt die Klappe, ey. Ich schieße jetzt einfach mal. Oder ich flanke. Oder ich schieße und flanke. Obwohl ich hätte ein bisschen mehr Zeit verblödeln sollen. Auf den Gegner aufpassen. Okay. Okay, meine Damen und Herren, das war's dann. Yes! Schwer zu sagen, wer besser war. Mit einem zweiter Versuch war es nicht, aber ich glaube, der dritte Versuch war es, ne? Also halb so schlimm. Halb so schlimm. Ja, mit 9 Spielern, aber ja. Ja. Naja. Auf jeden Fall. Schauen wir mal, passiert jetzt noch irgendwas oder wer ist der nächste Gegner? 300 Punkte, okay. Und? Ja. Ich würde sagen, dann offscreen. Bis zum nächsten Livestream werde ich ein bisschen trainieren, wenn ich die Zeit finde. Vielleicht jetzt einfach neben den Fußball gucken, werde ich jetzt einfach jetzt trainieren, trainieren und trainieren. Wer ist denn eigentlich jetzt der nächste Gegner? Und Spieler von Chaos anwerben, okay. Stärke, Freundschaft. Ja, ja, gemeinsam trainieren. Alice Academy, ach so. Und wer, ach so. Gibt's dann Dark Imperior noch? Zumindest im zweiten Teil war das dann der Endgegner hier. Naja, gut gemacht, Jungs und Mädels hier. Wie geht's denn euch? Also ich würde schon genial finden, oder ich hätte es genial gefunden, wenn man hier neben den gemeinschaftlichen Training, dass man da auch irgendwie Sims-like hier etwas herum probieren kann oder so, ne? Man kann da zwar immer wieder mal sehen, oder kann man eigentlich mit euch reden? Zoomen? Oh, das ist auch geil. Ach ja, aber das wäre wirklich genial gewesen. Na, wie geht's denn euch beiden? Kann man mit... Oh, was ist denn los, Sean? Warum bist du traurig? Wie schaut's denn mit der Freundschaft aus? Nicht so toll. Also mit dir trainiere ich auf jeden Fall. Wie schon gesagt, Sean Frost hat bei mir einen kleinen Bonus. Ein glitzekleinen Bonus. drehen kann man, Trikot, Spezialtechnik, aber mehr nicht. Was ziemlich doof ist. Na du freust dich. Ist auch irgendwie merkwürdig hier. Mann, Eric, was ist mit dir los? Naja, wie schon gesagt, ich würde mich auch sehr gerne um unsere Mannschaft dann kümmern hier. Vielleicht ist das ja ein Feature in einem späteren Spiel hier. Weil ich glaube, es gibt noch 2-3 Wii-Spiele, aber hier in Deutschland nicht. Nur in Japan. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall war es das hier jetzt. Zurück zum Hauptmenü. Daten werden gespeichert. Okay, das wird automatisch gespeichert. Das wollte ich hier jetzt auch wissen. Weil, ja, wäre irgendwie doof, wenn ich dann Schluss mache und dann eigentlich nochmal von neu anfangen muss. Ach ja. Minispiel. 5 Minispiele gibt's. Da möchte ich mal kurz reinschauen. Wähle ein Team aus. Ja. Das würde mich jetzt einfach mal kurz interessieren. Heute werden wir das wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber dann, im nächsten Stream oder so, kann ich mir gut vorstellen. Wähle einen Spieler aus. Oder? Wähle noch einen Spieler aus.
Oder sind das jetzt nur diese Minispiele? Na nur. Ich find's toll, dass die so kleine Minispiele eingebaut haben, ne? Okay. Mit Orden, Highscore, okay. Aber, ja, das haben wir heute eh schon durchgenommen. So, ich bin jetzt schon gespannt, wie das Spiel noch so weitergehen könnte. Wie viele Mannschaften es gibt. Ob es dann, wenn man die dritte Runde geschafft hat, weil ich glaube schon, dass die dritte Runde dann auch Dingsbums sein wird. Vom dritten Spiel, Mannschaften. Vielleicht einige mehr, kann ich mir gut vorstellen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ob es dann mehr gibt oder so. Wähle den Modus, den du spielen möchtest. Ich möchte nicht mehr spielen, Marc. Weil das war's heute mit dem heutigen Livestream. War auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ich werde jetzt schauen, dass ich ein bisschen trainiere. Es ist halt auch ziemlich schwierig hier, muss ich an dieser Stelle sagen, mit dem Trainieren. Weil ich habe geplant, jetzt das wöchentlich zu streamen. Also nächste Woche. Ich kann kein Datum jetzt nennen. Ich möchte ungern, dass mein Stream dann sich überkreuzt mit EM-Spielen. Weil das ja eigentlich das Spezielle hier jetzt ist, jetzt während der EM, Fantasy Live, in der Summer 11 Strikers zu zocken, also ein Fußballspiel. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass es Samstag oder Sonntag so Mittag werden kann. Wieder so 3 Stunden oder so lang. Aber ich habe auf jeden Fall geplant mit diesem Projekt, dass ich das bis spätestens 10. Juli, wo es das EM-Finale gibt, dass ich das fertig habe, das Stream-Projekt hier. Weil das soll ja so gesehen eine Vorschau sein oder ein Hype-Mittel jetzt, eine Werbung für mein Inazuma Eleven 3 Let's Play, das ja einen Tag nach dem EM-Finale starten wird, am 11. Juli. Deswegen wäre es mir ein bisschen zu doof, wenn man das so sagen kann, wenn das Stream-Projekt dann doch länger dauert. Deswegen bin ich mal gespannt und deswegen möchte ich eigentlich auch wöchentlich hier streamen. Und was halt nicht dafür spricht, ist einfach, dass ich jetzt doch ziemlich viel Stress wegen einem Studium habe. Dass ich da einiges jetzt lernen muss, jetzt die nächsten 4 Wochen lang. Einige Aufträge muss ich jetzt noch erfüllen. Weil das Studium geht mit der ersten Juliwoche zu Ende. Und da hat sich jetzt schon einiges angesammelt an Studienaufträgen noch und Lernen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so mit dem Trainieren funktionieren kann. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Wenn wir jetzt da einfach reingehen, landen wir wieder da, wo wir waren, oder? Vorsichtshalber möchte ich das nur mal sehen, ne? Ja. Gut, dann war's das mit dem heutigen Streamtag und dann wird weiter gestreamt nächste Woche. Und dann hoffentlich mit bisschen mehr Freundschaft hier. Besonders du, Frost. Geht's dir immer noch so schlecht? Oh, was ist denn los? Wirkt zufrieden mit sich. Was ist gut gelaunt? Okay, aber ich werde nicht den Fehler machen von Trainerin Lina oder der Raimon Elf im zweiten Teil und ihn einfach so auf der Strecke lassen und erst dann am Ende mit ihm sprechen oder sowas. Ich werde jetzt mich um Frost kümmern. Naja, aber das war's auf jeden Fall, Leute. Macht's gut und tschüss.